Gregor Schlierenzauer ist ein Athlet, der was in sehr jungen Jahren als Kind dem Sport seine Berufung als untergeordnet hat. Und das holt ihn jetzt, glaube ich, alles gerade ein bisschen ein. Er hat zu erkennen, dass es im Sport nicht immer bergauf geht. Er hat zu spüren, dass die Leute da draußen, die Öffentlichkeit, den Gregor anders wahrnehmen, wie er wirklich ist in seinen eigenen vier Wänden. Müde und ausgebrannt von dem ständigen immer höher, weiter, schneller. Und ist jetzt an einem Punkt, wo er die Handbremse gezogen hat und horcht vielleicht noch mehr aufs Gefühl und traut sich dann auch den mutigen Schritt zu wagen und zu sagen, ich habe die Schnauzen jetzt voll, ich muss da aus dem Hamsterrad raus, muss für mich gewisse Erfahrungen machen und muss jetzt einfach einmal leben und nicht immer nur funktionieren seit 1999, seit 9 Jahren. Ja. Ja, wo warst du denn? Ja, oben. Wo oben? Ja, ganz oben. Wenn der Gregor heimkommt, nachher ist er meistens für mich nicht mehr der Skispringer, sondern der normale Bub. Und da merke ich ja, dass er einfach müde ist und einfach genießen will daheim, gut essen will und nicht mit mir über Skispringen reden. Es ist irgendwo total erschreckend, einfach einmal zu spüren, irgendwas stimmt nicht. Mit dem Körper, mit den Gefühlen, mit den Signalen des Körpers. Man kann nicht mehr schlafen. Man ist müde in der Früh, wenn man aufwacht. Man ist sehr, sehr gereizt. Man ist am Limit. Ja, sicher habe ich nicht einmal süchtig gemacht. Und in erster Linie fängt es bei mir an, das ist mir schon klar. Aber ich versuche eh, professionell zu arbeiten, weiterzugehen und. Aber das, was im Hintergrund abläuft, das sehen ja viele nicht. Ich will jetzt aber so einsteigen, dass ich wieder zurückkomme zur Weltspitze. Ich erinnere mich noch gut, kalter Winterabend, und dann kommt der Gregor. Und beim ersten Abend habe ich zu meiner Frau gesagt, da haben sie einen guten erwischt im Stubai. Der war mit einer Aufmerksamkeit, mit einer Achtsamkeit an der Sache dran. Und hast schon gemerkt, er hört ganz genau zu. Es war eigentlich klar, dass da ein Riesentalent aufgetaucht ist. Relativ schnell. Schlierenzauer Gregor. Skispringen, sage ich mal, ich bin selber nie Ski gesprungen, aber habe da sehr viel beobachtet und war viel mit. Und ich habe halt beobachtet, dass speziell die Skispringer alle sehr Gefühlsmenschen sind. Die haben alle sehr viel Gefühl und das hängt auch mit dem zusammen, wenn man eben in der Luft ist, dass man eben die Luft spürt, dass man das aufnimmt, den Luftpolster aufnimmt und dann versucht zu segeln. Und ich glaube, das ist macht das Skispringen aus. Und das, glaube ich, ist auch der Kick bei den Jungen, dass sie sagen, wenn du mal das spürst oder das Adrenalin einschießt mit Fliegen oder mit Skispringen,
dass du das einfach nicht mehr loskommst von dem Sport. Und beim Gregor war es sicher auch so, dass er das einfach gespürt hat, dass es einfach ganz ein eigenes Gefühl ist, wenn man da eben springen darf und in das Fliegen kommt. Und deswegen, glaube ich, ist dann auch immer der Motor da oder der Ehrgeiz da, immer da weiterzumachen. Und eben diese Sportart dann so auszuüben und so perfektionieren, dass man immer dann auf der Suche ist vom perfekten Flug oder Sprung. Und ich glaube, das verkörpern sehr viele gute Skispringer. Nicht? Wenn man so besessen ist und so seinen Traum lebt seit Jahren, seit sehr jungen Jahren, dann ist es auf der anderen Seite natürlich sehr, sehr schön. Aber auch irgendwo ein bisschen gezwungen und wie gesagt, getrieben, immer höher, schneller, weiter und immer dem Drang nachzugehen. Und man vergisst vielleicht ein bisschen aufs Leben und ein bisschen aufs Loslassen und ein bisschen aufs, dass der Sport nicht immer das Wichtigste ist. Und das ist natürlich schwierig. Und das ist bei mir in sehr jungen Jahren sehr extrem passiert, dass ich eigentlich durchmarschiert bin im Weltcup. Dass ich so extrem Gas gegeben habe, körperlich, mental, dass ich jetzt eigentlich ausgebrannt bin. Und dass ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich eigentlich Hilfe bräuchte von sehr vielen, aber gar nicht da ist. Du bist jetzt eigentlich fast alleine gelassen. Und jetzt verstehe ich ja zum ersten Mal den Spruch, wenn man erfolgreich ist, sind sehr viele da, sehr viele Schulterklopfer. Wenn es ein bisschen schwieriger ist, in mehreren Phasen im Leben, sind eigentlich immer fast nur eine Handvoll da, und in dem Fall die Familie. Und ich werde definitiv nur dann wieder zurückkehren in das Rampenlicht und zum Skispringen in die Öffentlichkeit, wenn ich selber für mich das auch empfinde, dass es wichtig ist und dass es für mich selber tue, egal was passiert. Und die Zeit, die nehme ich mir jetzt ganz einfach. Dass ich sage, ich habe so viele Jahre geopfert für den Erfolg, für meine Träume, aber jetzt nehme ich mir die Auszeit und die darf ich mir auch nehmen, zu sagen, ja, jetzt ist Schluss damit, jetzt muss ich für mich andere Erfahrungen sammeln, was anderes machen. Wenn man dann sich wieder die Zeit nimmt und eben sagt, ja, jetzt darf man wieder leben, ja zum Leben, um mal Sachen und Dinge zu machen, die was für viele vielleicht alltäglich sind, für mich einfach was Besonderes ist, kommt man auch drauf, dass man sehr viele Dinge aufgeschrieben hat, was ich mal machen möchte, abseits des Skispringens. Und da waren Dinge drauf, so wie Heliskiing in Kanada, zusammen mit meinem Vater, einfach mal sein Geburtstagsgeschenk einzulösen, was er zum 50er von mir gekriegt hat. Man kann mit der Familie, mit dem Papa gemeinsam in der Früh in den Helikopter auf den Berg fliegen. Man kann die Spuren im Schnee machen. Man kann wirklich richtig geil Tiefschnee fahren. Und dann stürzt sie. Und hab sofort gemerkt, es ist im Knie was kaputt. Mir wird schlecht. Es stimmt was nicht. Und dann denkt man natürlich wieder sehr nach. Wieso jetzt gerade? Jetzt, wo ich endlich einmal Zeit für mich habe, mir die Zeit für mich nehme, Sachen mache, die was ich schon lange aufgeschoben habe. Und jetzt verletze ich mich. Für was ist das gut? Wo ist da der Sinn dahinter? Da oben siehst du es auch, dass ein Teil davon weghängt und da oben die Rissbildung im oberen Anteil von dem Kreuzbandel passiert ist. Mhm. Leider kann er nichts Besseres sagen. Operation. Das heißt Operation und Ersatz. Jetzt Diagnose, Kreuzbandriss. Jetzt kann ich im Krankenhaus auch noch liegen. Kann ich wieder zurückkämpfen, wieder arbeiten, körperlich an mir.
Vielleicht will es ja doch so sein. Körperlich und mental einmal zur Ruhe kommen und einfach einmal den Sport vergessen. Das wird wahrscheinlich Schicksal sein. Nach den ersten Tagen nach der Operation war ich sehr demotiviert. Die Reha-Phase zu beginnen und auch fürs Knie was zu tun. Und dann hat mir aber mein Konditionstrainer, der Christoph, ziemlich zusammengeschissen. Weil er gesagt hat, Gregor, mir ist das eigentlich relativ wurscht, ob du jemals wieder Skispringst oder ob du jemals wieder Spitzensport machst. Glaub mir das, dir wird es nie wurscht sein, wenn du nicht jetzt alles dafür tust, damit du ein normales Knie wieder hast, damit du dann wieder ein normales Leben führen kannst. Und ich soll mich jetzt zusammenreißen und jetzt alles für das Knie machen. Und nicht an Skispringen denken, sondern nur fürs Leben. Und das war eine sehr lehrreiche Stunde für mich. Man kennt jemanden aus den Medien, man weiß, wie er agiert. Es besteht ein gewisses, wie soll ich sagen, eine gewisse Meinung von einem Athleten in dem Fall. Und die bildet man hauptsächlich aus dem, was man aus den Medien mitkriegt, in der Zeitung liest und so. Und da habe ich natürlich auch meine Meinung gehabt und mir gedacht, ah, das Lienzauer, das wäre ein kompliziertes Unterfangen. Und wer weiß, wie wir zusammenkommen oder ob ich den knacken kann im Endeffekt. Und eigentlich bin ich dazu geholt worden oder dazugekommen in einer Phase, wo wirklich er was für ihn nicht mehr tief vor Augen gehen hat können. Und das ist immer so eine Sache, in der Eigenperspektive, so sagt er natürlich auch selber immer, ist das alles zart. Und wenn man es von außen betrachtet, so ist es an mir gegangen, und man denkt, ah, okay, was hat er jetzt, hat der Gregor? Hat einen Haufen gewonnen, hat einen Haufen Geld verdient. Und jetzt hat er jetzt auf einmal ein schwarzes Loch vor sich, sage ich einmal. Ich glaube, ich habe sehr viel kaschiert durch Erfolg und Gewinnen. Wenn du ganz oben bist, dann merkst du sehr wenig, wie viel Energie die das auch kosten kann. Und natürlich nimmt man die Euphorie des Erfolgs immer mit. Aber auch erfolgreich sein macht extrem müde. Und man merkt es dann nicht so. Aber dann, wenn es anfängt, ein bisschen zu stottern, wenn man nicht ganz sein Potenzial abrufen kann, wenn man einmal verliert, dann merkt man, wie ausgebrannt man eigentlich ist, wie müde man ist von dem Ganzen und wie groß die Sehnsucht ist, eigentlich einmal weg von dem Ganzen zu sein. Ist das nur ein Abschnitt? Oder ist es doch mehr? Gehört es dazu zu einer Karriere? Oder ist es doch ein Zeichen, dass man schon längst einen anderen Weg einschlagen hätte sollen? Und ein Zeichen für was anderes, für was Neues ist. Darum habe ich jetzt einfach irgendwo die Sinnfrage in mir, ob ich das noch will und ob ich die Liebe und den Spaß noch mal finde zum Skispringen, zur Bewegung an sich. Und da ist ja eigentlich völlig egal, was man noch alles erreicht, sondern es geht jetzt eigentlich viel tiefer, ob man das einfach nur was gibt im Leben. Früher als Kind habe ich das gespürt, da ist nur um das gegangen, nur um die Sache, wie sich es anfühlt, wie lässig das ist, die Luft zu spüren und natürlich auch Erfolge zu haben. Aber da war einfach die Sache so toll, rauszugehen und zu spielen mit der Chance, mit der Luft, mit den Kräften. Und das ist halt jetzt alles weg. Es ist schon auf der anderen Seite ein Wahnsinn, was ich alles schon geleistet habe mit jungen Jahren. Wenn ich denke, dann auch Vier-Schanzen-Tournee-Sieg, Gesamtweltcup-Sieg, Skiflug-Weltmeister, Olympia-Medaillen. Das ist schon sehr cool. Aber es ist halt auch die Kehrseite der Medaille dabei. Und die ist oft mühsamer, wie man glaubt. Ich schaue nicht nach links und rechts, was
was machen andere, sondern ich habe meine Vorstellung und gehe dann. Und der Erfolg hat mir immer recht gegeben. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ein einschneidendes Erlebnis war, und dann bricht meistens das Kartenhaus zusammen. Und mein einschneidendes Erlebnis war halt, wo die private Beziehung zu Bruch gegangen ist, wo ich dann komplett alleine war und wo ich dann mir selber aufs tiefste Herzen gesagt habe, okay, jetzt geht's nicht mehr. Ich habe im wahrsten Sinne des Wortes die Liebe verloren. Man kriegt das nicht mehr mit, was rundherum auch passiert. Man ist vielleicht auch nicht mehr ganz selber. Man ist eigentlich höchst überfordert, aber man wird es nie zugeben. Das war am Anfang ein bisschen schwer für mich, mich da rein zu versetzen und da auch ein bisschen Mitleid zu haben. Und dann, man blickt da ein bisschen hinter das Ganze, was ist das eigentlich für ein Mensch, mit dem man da arbeitet. Und dann muss ich sagen, okay, die Meinung, was ich am Anfang gehabt habe, das habe ich dann eigentlich wieder ein bisschen revidieren müssen, weil er einfach jemand ist, er ist ein extremer Perfektionist. Und er verlangt von seinem ganzen Umfeld sehr, sehr viel. Und wenn man das nicht in der Lage ist zu leisten, dann ist er relativ schnell mit seinem Urteil, dass er dann sagt, ey, mit dem will ich nichts zu tun haben, mit dem will ich nicht zusammenarbeiten oder der kann mich nicht weiterbringen. Das ist auf der einen Seite ist das natürlich das, warum er so oft wahrscheinlich auch gewonnen hat. Und auf der anderen Seite ist das natürlich ein Punkt, der jemanden anderen dann gleich dazu animiert zu sagen, was ist das für ein unsympathischer Zipfel da? Wenn man sieht, was in der Welt so alles passiert und welche Familien oder Personen wirklich ganz tiefe Schicksalsschläge haben oder Herausforderungen im Leben haben, mit denen sie umgehen müssen, dann ist ja das, was ich da habe, wirklich eine Kleinigkeit. Trotzdem hat jeder sein eigenes Paktel, seinen eigenen Rucksack zu tragen mit seinen Gefühlen und Emotionen. Und für einen selber ist das natürlich immer das Schwierigste. Psychisch ist sicher schwierig. Also wenn man mal einen Down hat und das nicht wirklich schnell wegbekommt und länger in dem Tief quasi sitzt, dann ist es extrem schwierig. Wobei die Verletzung vielleicht ihm eher ein bisschen geholfen hat, dass er jetzt mal runterkommt komplett und sagt, okay, jetzt beginne ich von null. Und ja, aber psychisch braucht man oft jemanden, der uns schon hilft. Gell. Es ist oft dann schwierig, da alleine rauszukommen. Wir gehen oft mal spazieren, wir sind einfach gleich so beim Ratschen. Gell. Wir reden über banale Dinge, über das ganz normale Leben, über Frauen, über sonst so Dinge, was so auf der Welt passieren. Mhm. Bist du gescheit? Wir so ganz normale Freunde gemeinsam machen. Da müssen wir, glaube ich, gleich eine Runde laufen gehen. Ja, der Domo noch nicht. Welchen Ohr hörst du schlechter? Nein, links hey, gar nichts. Null? Taub. Ehrlich? Ja. Taub? Ja, herrlich. Legst dich aufs richtige Ohr und bist ausgeschaltet. Schlafen gehen. Ja, stimmt. Ja. So, jetzt eine Eskimo-Rolle und schon. Jetzt vom Zug her. Jawohl. Jetzt die Reha-Phase und wieder das Zurückarbeiten, da hilft mir der Simon schon extrem. Wenn man dann gemeinsam trainiert, ist das schon für mich sehr bewegend und inspirierend zu sehen. Man darf nie aufgeben, egal was kommt. Jawohl. Ja, man sicher versucht, mir eben natürlich aufzumuntern. Wenn es um solche Sachen geht, wie jetzt, wo es ihm nicht so gut geht, schaut man, ja, du Gregor, schau mal, ich habe auch einiges gemeistert, mir ist auch ganz schlecht gegangen. Und ich muss sagen, das verstärkt er ganz gut. Gell. Das ist schon, dass er da sagt, ja, okay, boah, recht hast du, Simon. Und es muntert ihm schon auf, muss ich sagen. Man versucht sein Bestes, ich kann auch nicht Wunder heilen. Ja! Hallo! Ja, das ist geil. Das kann ich auch nicht. Ich hab 2011 den Motorradunfall gehabt und hab dann eben den Querschnitt, die Querschnittslähmung als Diagnose bekommen.
war schon eine schwere Zeit. Gell? Das ist dann schon ein Einschnitt ins Leben, wenn man auf einmal nicht mehr laufen kann. Gell? Und das war, bei mir ist Gott sei Dank relativ schnell wieder bergauf gegangen. Also ich habe da auch nach vorne geschaut und habe versucht, was ist alles möglich. Nicht das, was nicht mehr möglich ist, sondern geschaut, was ist möglich. Was kann man noch erreichen, was kann man noch machen. Ist Gott sei Dank alles super verlaufen. Und wichtig ist natürlich, dass eine Familie dahinter steht und Freunde. Gell? Und dass das Ganze doppelt hält. Vergleichen mit dem Gregor seine Krise kann man das, würde ich sagen, sicher nicht. Das ist ja jede Krise eine andere, jedes Tief ein anderes. Und jeder Mensch ist da individuell. Das ist einfach das Feinste und Schönste für eine Mama, wenn die Kinder immer gesund heimkommen. Da spielt dann ein Titel oder irgendein Erfolg überhaupt im ersten Moment keine Rolle. Vor allem aufgrund der Stürze, was in den letzten Jahren waren, im Skispringen. Und da bleibt dann einfach das Herz stehen, wenn man das sieht und beobachtet. Und dann denkt man gleich an die Mamas, was die sich jetzt da gerade denken. Da ist man natürlich froh, dass nicht mein Kind ist im ersten Moment. Aber im zweiten denkt man dann immer an die Familie von demjenigen und hofft halt, dass alles gut ausgeht und gut wird. Im Moment kann ich nicht mehr. Ich brauche jetzt Zeit für mich selbst. Ich bin müde und ein bisschen ausgebrannt. Und deswegen fühle ich mich zurzeit einfach miserabel. Bin nicht bei mir. Und das ist mir dann auch ganz einfach zu gefährlich. Dann ruft mich mein Bruder an und sagt, du, der Gregor ist gestürzt. Meine Mama hat das im Fernsehen gesehen, ich habe das gar nicht angeschaut. Da war ich nämlich noch unterwegs. Und die hat gesagt, ja, der Gregor ist gestürzt. Er hat das verwechselt, weil der Morgenstern hat den gleichen Helm gehabt wie der Gregor. Dann hat mein Bruder gesagt, das war schlimm. Wir haben 63 Kilo, wenn man schwer ist. Du hast die Substanz nicht tagtäglich Vollgas geben zu können. Es ist halt generell so, wenn man ein Thema im Kopf hat oder wenn man beschäftigt ist im Leben mit Herausforderungen, wo man emotional schwierige Zeit hat, beschäftigt es einen, nackt an einem. Und dann ist man natürlich nicht voll im Hier und Jetzt. Und das ist aber das Gefährliche beim Skispringen. Wenn man nicht voll im Jetzt ist, nicht voll im Moment ist, dann kann es gefährlich werden. Ja, und das ist wahrscheinlich der schmale Grat im Spitzensport. Pass auf, ich habe jetzt zweimal zurückgezogen. Ich habe einmal mit einem komplett neuen Vertrag beim Ecclestone mit Brabham, unglaubliches Geld hat er mir damals zahlen müssen, habe den Vertrag unterschrieben. Und wie ich die Unterschrift drauf gebe, denke ich mir, wo ist die Freude? Jetzt habe ich mit dem Ecclestone, der ein mühsamer Typ ist, ein halbes Jahr darum gestritten. Dann hatte ich diesen 2-Millionen-Vertrag. Und ich fahre nach Montreal zum Grand Prix, mache in der Früh das Fenster auf, regnet, Nebel. Und denke mir, das ist ein Scheißtag heute. Und merke schon, dass ich irgendwie da nicht richtig in die Gänge komme. Und denke mir noch nichts dabei, steige ins Auto ein, fahre los. Und in dem Moment, wo ich losfahre aus der Box, erstes Training am Freitag, denke ich mir, das kann ich jetzt nicht mehr. Ich will nicht mehr. Sage ich zu mir selber, bist du verrückt? Du hast dann 2-Millionen-Vertrag unterschrieben. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Da bin ich dann gesessen. Was ist jetzt passiert mit dir? Und dann sage ich so, aus, Ende, noch einmal fahren, hinaus. Gewusst, es geht nicht mehr. Vorhang kommt runter. Ich will einfach nicht mehr fahren. Das Ende meiner Karriere ist da, ich höre auf. Ja, ich weiß nicht mehr weiter. Ich habe das Gefühl, wie wenn ich vor einer schwarzen Wand bin. Und ich möchte auf der anderen Seite irgendwie Spitzensport und Skispringen weitermachen. Und auf der anderen Seite mich vielleicht auch zurückziehen. Zurückziehen heißt? Aufhören, meinen Rücktritt bekannt geben.
wenn du heute so am Punkt bist, wo du das Gefühl hast, es geht null, dann hast du ja das Gefühl, also am besten ist es, es ist zu Ende. Und gibt es ja den Spruch, im nächsten Leben wird alles anders. Das kostet schon so viel Kraft, genau da raus zu wollen, dass es immer ganz, ganz wichtig ist, am Anfang mal zu sagen, so ist es jetzt. Und von diesem so ist es jetzt einfach hinzuschauen, was braucht es? Macht's noch Sinn? Die Hilfe ist jetzt einfach mal zu sagen, ja zum Leben. Das Leben auch genießen. Mal Sachen und Dinge zu machen, die was für mich einfach was Besonderes ist. Frei zu sein, schwerelos zu sein, das ist schon was Schönes. So ein Vogel setzt seine Kräfte wirklich bis auf den letzten Zacken ein. Das heißt, der macht es nicht halb lustig. Weil du musst es schaffen, sonst bist du schon weg vom Fenster. Wie ist das dann beim Vogel zu beobachten, wenn er jetzt ein Problem hat, körperlich, mental? Das gibt's auch. Aber einer, der jetzt wirklich draußen auf Dauer bestehen will, der muss all seine Kenntnisse und seine Kraft auf den Punkt gebündelt einsetzen können. Ja. Aus jedem Tief, wenn er rauskommt, kommt er noch stärker raus. An Erfahrung reicher. Stellt sich heute die Frage, Herr Schlierenzauer. Geht's um Kämpfen? Geht's um das ständig Müssen? Ist es in Ihrem Sport, ist es in Ihrem Leben wichtig, so weit zu kommen mit all diesen Ich muss, es ist ein Kampf? Ist es Grundbedingung? Ich glaube, im Sport teilweise ja, muss man sie behaupten. Sie sagen, muss man sie behaupten. Wer ist sie? Und wer ist Mann? Dieses Schlagwort Burnout sich überhaupt in keiner Weise mehr spüren, in einer unheimlichen Leere, wo du dir denkst, hat alles keinen Sinn, ist natürlich für jemanden, der auf einer Chance steht, unmöglich. Weil das alles mit Gefühl zu tun hat, aber es ist auch unmöglich für einen Menschen im normalen Leben, weil du einfach kein Feuer mehr hast. Und du im Prinzip letztendlich wirklich sehr oft lieber sagst, weg von dieser Welt und zu glauben, es ist vorbei. Und du auch gar keine Kräfte mehr in dir drinnen spürst, um den normalen Alltag in irgendeiner Art und Weise sinnvoll oder lebendig zu erleben. Und das ist schon ein Gefühl von so ein bisschen lebendig und trotzdem, Tod ist ein krasses Wort, allerdings so wie wenn die Flamme fast ausgeht. Und das ist schon ein herausfordernder Zustand, weil wer sollte dir hier helfen können, wenn du keinen Sinn mehr siehst? Probieren Sie mal, Sie haben gesagt, da spüre ich es. Dann sagen Sie mal, ich. Ich muss immer kämpfen. Ich muss mich immer behaupten. Ich muss immer funktionieren. Und jetzt probieren Sie mal zu sagen, wirklich mit dem tiefstmöglichen Gefühl, ja, es darf mir richtig beschissen gehen.
Ja, es darf mir richtig beschissen gehen. Sag mit mehr Gefühl. Ja, es darf mir richtig beschissen gehen. Geh tiefer hinein. Ja, es darf mir richtig beschissen gehen. Ja. Und jetzt geht's darum, kann ich gut mit mir selber mal klarkommen? Kann ich alles, was ich bisher erlebt habe, da brauche ich Ihnen ja wenig Impulse geben. Sie scheinen mental sehr stark zu sein. Sie scheinen sehr fokussiert zu sein, sehr konzentriert zu sein. Aber wenn ich mit Ihnen jetzt hier so spreche, dann bin ich auch berührt, weil ich hier jemanden habe, der irgendwo aufgrund von emotionalen, ja, wie würde ich es jetzt sagen, ist es eine Überforderung oder ist es einfach nur total keinen Zugang mehr zu haben zu ihrem Gefühl, dass sie so wunderbar anscheinend viele Jahre im Skisprung einsetzen konnten, aber für sich selbst echt schwer tun im Augenblick. Probieren Sie mal, aus einem ganz tiefen Gefühl heraus zu sagen, danke. Danke. Das kommt an. Jetzt können wir wirklich starten, weil jetzt spüre ich, dass Sie drinnen sind in Ihrer Wahrnehmung, in Ihrem Gefühl. Und Sie haben eingangs gesagt, was ist jetzt der zukünftige Weg? Weitermachen, sich zurückziehen. Freude, Energie. Mhm. Spüren wieder. Ja. Ich weiß nicht ganz, was ich tun soll. In welcher Beziehung? Wie meinst du das? Ich hab so Schwankungen. Einmal voll motiviert, wieder zurückzukommen und einmal, das jetzt mir gar nicht mehr. Das heißt, du bist am Überlegen, ob du deine Karriere beendest oder ob du weiter tust. Genau. Ich glaube halt, dass du wieder die Freiheit brauchst an dem Ganzen, dass du einfach das wieder mehr fürs Skispringen tust, weniger für den Erfolg. Ich könnte mir halt vorstellen, dass eine Gruppe junger Athleten, dass das vielleicht ein ganz guter Schritt wäre. Back to the roots sozusagen. Einfach von dort wieder anfängst, den Wiedereinstieg, wo du eigentlich herkommst. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass da nicht nur du profitierst, sondern vor allem auch die jungen Athleten. Mhm. Na, das taugt mir gut. Überlegen wir uns, in welcher Konstellation, wer da Trainer sein kann und wie das ausschauen kann. Mhm. Cool. Niemeyer hat mit 16 seinen ersten Weltcup gewonnen. Viel Platz war da nicht. Er ist mit 14 da eingerückt, mit 16 war er Weltcupsieger. Da ist schon der Sport und die Entwicklung im Mittelpunkt gestanden. Also für den Gregor war es sicher keine großen Partynächte dabei gewesen oder andere Dinge, die vielleicht für einen anderen Jugendlichen ganz normal sind. Er hat dem Sport wirklich alles untergeordnet. Es ist sehr inspirierend, wieder zu sehen, wie leicht und wie einfach es sein kann, wenn man die Jungen sieht. Denken noch nicht so viel, sind nicht so detailorientiert. Denen geht es jetzt einfach um den Spaß und um die Sache. Zu sporteln, zu schwitzen. Egal, ob es funktioniert oder nicht. Für sich herauszufinden, ob man es zusammenbringt. Und dass sich es auch auszahlt, eben eine Kniebeuge mehr zu machen und das einfach auch zu spüren in sich wieder. Die Freude zu spüren, dass man trainieren darf, dass es ein Riesenprivileg ist, eigentlich einen Job zu haben für sich selber, für einen Beruf, für den Körper, für eine Berufung. Und das zu sehen in Stams mit den Jungen, das gibt mir sehr viel zurück wieder. Das gibt mir jetzt so ein bisschen das Zündhölzel, dass Feuer wieder anfängt zu flackern, auf meinen Weg zurück an die Spitze. Egal. Wie groß das Loch ist, egal wie groß die schwarze Wand vor einem ist. Aber man hat immer eigentlich gedacht, so Mitte 30 ist eigentlich Schluss. Inzwischen wird uns leibhaftig vor Augen geführt, was alles möglich ist. Noriaki Kasai hat diese Grenzen immens nach hinten verschoben, wo natürlich das Motivgefüge ein ganz anderes ist. Die Japaner, muss man wissen, die sind irgendwie in Firmen angestellt und die Alternative ist, im 28. Stock im Büro zu sitzen. Der hat eine ganz andere Motivstruktur, auch diesen Sport so lange wie möglich zu betreiben und hat auch den Körper und den Geist dazu. Im Fall von Gregor, würde ich sagen, ist das, weil er ja auch in den jungen Jahren schon so erfolgreich war, diese Phase zwischen 16 und 25, die hat Kraft gekostet. Die hat einfach auch Kraft gekostet. Und diese Kraft ist nicht unendlich da.
Ich gehöre zu denjenigen, die sagen, ich finde es gut, dass er sich der ganzen Situation noch mal stellt. Ich bin der Meinung, er macht es richtig und es ist wichtig so. Und unabhängig, ob er es schafft oder nicht schafft, ist es ganz wichtig für seine Persönlichkeit, dass er auch mal das von der anderen Seite kennenlernt. In seinem Fall kann man sicher keine Prognose abgeben, aber ich finde es echt toll, dass er sich der Herausforderung stellt und wünsche ihm alles Gute dabei. Geht. Es ist eine Riesenherausforderung, weil im Grunde genommen hat sich das Skispringen ja weiterentwickelt. Also es ist mittlerweile so, dass es nicht mehr reichen wird, wenn der Gregor wieder so springt, wie er irgendwann einmal gesprungen ist, 2010 oder 2012, wo er dominiert hat. Wenn er wieder zurückkommen will, dann muss er sich weiterentwickeln. Also dann muss er eigentlich besser springen, als er vorher gesprungen ist. Dann wird er es schaffen, dass er wieder ganz nach vorne kommt. Das schaut wahrscheinlich für einen Laien eine Bewegung gleich aus wie der andere. Es sind wirklich minimale Dinge, die was da den Ausschlag geben, ob er jetzt 5 Meter weiter springt oder nicht. Aber man muss sich vorstellen, dass die Absprungbewegung innerhalb von 250 Millisekunden stattfindet. Es ist zwar eine wahnsinnig kurze Zeit, aber in der Zeit kann man doch einige Fehler einbauen. Und die Schwierigkeit liegt natürlich darin, dass ich diese präzise Bewegung möglichst punktgenau vom Timing her auf den Schanzentisch bringe. Und ja, da trennt sich halt dann die Spreu vom Weizen. Einen, was ich jetzt wirklich brauche, ist der Christoph Strickner, weil er ein sehr ruhiger Mensch ist, weil er sehr viele Erfahrungen hat, ein gutes Wissen hat und weil er unverbraucht ist mit mir. Er hat keine gemeinsame Geschichte mit mir, keine Berührungspunkte. Er war noch nie mit mir im Weltcup am Weg, weil es sehr viele Geschichten in der Vergangenheit nicht. Und genau das brauche ich jetzt, weil mich das befreit vor alten Mustern, vor alten Dingen, was alles passiert ist. Und das ist dann wirklich ein Neustart. Der weiß auch mittlerweile, ist er erfahren genug, es geht nur, wenn ich den Sport liebe. Es geht nur, wenn mir der Sport das wert ist. Wenn die Tätigkeit an sich faszinierend ist und nicht nur der 54. Weltcupsieg und der 55. oder die Medaille, davon speise ich mich nicht. Davon lernt mein Körper nichts. Lernen tue ich es auf der Chance, wenn mir das taugt, wenn ich das richtig mit einarbeite und dann plötzlich merke, jetzt spüre ich wieder, auf was es drauf ankommt. Wie als Jugendlicher. Das ist ein Umlernprozess. Bei dem Gespräch, wo ich mit dem Gregor mich getroffen habe vorher, bevor das überhaupt zum Thema gemacht wurde, das habe ich ihm gesagt, sag ich, hör nicht auf, geh weiter, halte das aus, das gehört zum Leben dazu. Wenn du es jetzt nicht regelst, dann kommt es zu irgendeinem anderen Zeitpunkt, wo du es regeln musst, das Davonlaufen, das Aushalten der Kehrseite der Medaille. Und dann hat er mich halt nach 3 Monaten, nach dieser Aussage, hat er mich halt angerufen. Und so ist es zu dieser Zusammenarbeit gekommen. Oh, immer diese Wie ist das Gefühl? Alles bestens? Ja, ich meine, ich habe schon noch Respekt gehabt vom ersten Mal, aber hat sich ganz gut angefühlt schon. Unglaublich. Hat sich ausgezahlt, ja? Ja. Großartig. Ich bin echt überrascht, dass das so gut gegangen ist. Zu der Zeit, wo ich noch gesprungen bin, war das ja so, dass du zuerst einmal Auslauf fahren hast müssen. Ja. Und du gehst auf und machst den ersten oder zweiten Sprung, so wie wenn nichts war. Ja, es war schon mit großem Respekt verbunden, das gebe ich zu. So die allerersten Schneesprünge wieder nach einer langen Phase, nach der Verletzung, da ist man einfach irgendwo viel bewusster und respektvoller, was passiert mit den Kräften. Ich meine, wenn du ja 10 Jahre im Weltcup bist und immer ganz oben in der obersten Liga bist und tagtäglich hart arbeitest, dann verliert man oft ein bisschen die Leichtigkeit, so wie es mir passiert ist. Einen Schritt zurückzugehen eigentlich nach dem Stamm sozusagen zu den alten Wurzeln, hilft mir jetzt auch sehr. Und von dem her, glaube ich, ist das ein lässiger Weg. Das ist ja vollkommen richtig. Und all diese Rahmenbedingungen, die herrschen, dass du keine Energie in die falsche Richtung gibst, ist auch vorbildhaft für die kleinen Buben. Und du wirst sehen, dass sich das wirklich so positiv auswirken wird, dass du den Weg jetzt weitergehen kannst. Und wir haben ja nichts zu verlieren. Ich meine, was hast du jetzt zu verlieren? Als Sieger kennt man dich schon. Jetzt lernst du einfach die zweite Seite kennen. Und mit der zweiten Seite kommt die Kraft. Das, was eigentlich dich wirklich ausmacht. Weißt, das Falscheste wäre, um von den anderen jetzt in dieser Form anerkannt, Beistrich geliebt zu werden, dass du dich verstellst.
tu das ja nicht. Weil dann gibst du dich auf, dann kannst du überhaupt nicht mehr. Und wenn du einen im Affekt so gesagt hast, geh ich zu ihm hin und erklär's ihm nachher so, dass er es versteht. Weil ich hab die jetzt auch kennengelernt, erst in die paar Wochen, wo wir zusammenarbeiten. Dass du ganz ein extrem feinfühliger, liebenswerter Mensch bist. Wenn man die Gunst anderer haben will und sich selbst unterordnet, wird man unglücklich, wird man krank dabei. Das braucht man nicht. Man springt weder gegen einen Konkurrenten oder gegen die Schanze, sondern eigentlich gegen sich selber und versucht, den perfekten Bewegungsablauf abzurufen und zu machen. Und der ist natürlich nicht so einfach und der ist auch sehr verschieden und individuell, weil es hat irgendwo jeder seinen eigenen Schwung und es gibt mehrere Erfolgsrezepte und Geheimnisse, was funktionieren. Und derjenige, der was am meisten Kraft am Schanzentisch hinbringt und noch dazu am wenigsten Geschwindigkeit verliert beim Fliegen oder über dem Vorbau, der springt eigentlich am weitesten. Und es sind aber doch dann auch noch einige Faktoren, so wie der Winter, was einfach nicht berechenbar ist. Man kann sehr gut Skispringen und trotzdem nicht ganz vorne sein. Es gibt keinen richtigen Zeitpunkt, wann man wieder einsteigt in das Rad. Man kann da nur nach Gefühlen gehen. Es gibt generell kein richtig oder falsch, sondern nur Erfahrungen. Einen wunderschönen guten Morgen aus Wiesla, aus Polen. Heute geht's endlich los. Der Wiedereinstieg, Weltcup. Bin ich wieder top motiviert und ich freue mich heute richtig, wenn's losgeht. Das Comeback in Polen hat sehr gut begonnen. Und dann ist halt doch der erste Wettkampf in die Hosen gegangen und habe mich nicht für den zweiten Durchgang qualifiziert. Und dann war schon ein Moment, dass ich emotionaler im Bus, wo ich mir dann die Frage gestellt habe, boah, dass es so schwierig wird, hatte ich mir nicht gedacht. Und am nächsten Tag war es aber dann wieder genau das Gegenteil. Und war dann auf einmal nach dem ersten Durchgang Vierter. War für mich ein sehr, sehr erfolgreicher und zufriedener Wiedereinstieg. Und jetzt, Schritt für Schritt im Weltcup, ich versuche mein Potenzial abzurufen und schaue, wie weit ich komme, wie weit ich meinem Ziel der heutigen Saison, meine WM-Medaille zu erreichen, näher komme. Die nächste Station, Zakopane. Ich bin gut vorbereitet und freue mich irrsinnig auf das tolle Publikum da. Und von mir aus kann es losgehen. Ja, es ist leider zwar als Podest nicht ausgegangen, trotzdem war es wieder ein guter Schritt für mich. Ein weniger guten Sprung und einen guten Sprung gemacht. Und ja, der Weg, der stimmt. Ich habe tolle Motivation, speziell nach heute. Und das ist einfach was Schönes. Bin ich dankbar. Und da sitzt er bereits. Und wir brauchen Atmosphäre, Oberstdorf. Gregor Schlierenzauer. Schlierenzauer ist schon unterwegs, ist an der Reihe. Ich weiß eigentlich noch gar nicht, wo oben und unten ist. Man hat ein Hoffen in sich, was sagt, hoffentlich ist es nichts Schlimmes. Und man denkt sich nur, was ist jetzt passiert? Was ist jetzt eigentlich wieder gerade los? Jetzt habe ich mich erst zurückgekämpft. Hat Freude gefunden, er ist unter die Top 10 gekommen in Wiesla und auch in Willingen. Das heißt, es hat alles darauf hingedeutet, dass er die Kurven nach oben hat. Und dann hausen da jetzt, warum auch immer, ob er sie verschnitten hat oder was, das wissen wir selber noch nicht genau. Ja, und das ist natürlich jetzt schon eine richtige Herausforderung für den Gregor. Aber so wie ich ihn jetzt kennengelernt habe, wird er auch das durchstehen. Ah. Unabhängig davon, ob er sein Knie verletzt hat, ob er wieder eine Pause machen muss, er wird weitergehen.
man lernt halt wieder mal mit Demut und Geduld umzugehen. Und vielleicht ist das auch jetzt nochmal genau der wesentliche Faktor, den was ich für mich brauche. Nicht wieder schnell dem Hamsterrad zu Weltcup nachzujagen, sondern eben auch durch solche Rückschläge wieder was zu erfahren und wieder vielleicht bei sich mehr anzukommen und zu erkennen, es gibt da noch was anderes. Vergiss nicht aufs Leben. Schau auf die, genieß es. Also heute mit den Jungen springt, ist natürlich super, wenn sie den Gregor sehen. Es ist ja ein Vorbild für sie. Vom Gregor können sie natürlich viel lernen. Gell? Das ist für beide, glaube ich, ganz gute Win-Win-Situation. Da brauche ich jetzt ein paar Sprünge zum Reinkommen. Das ist aber jetzt Sprung für Sprung besser geworden. Wir haben ja am Nachmittag auch noch eine Einheit, also ich bin einmal recht zuversichtlich. Was hast du für Gefühl? Ja, da stehe ich flacher drin in dem Schuh, interessanterweise. Man hat gemerkt, dass es noch nicht ganz gepasst hat von der Position, dass er rechtzeitig und frei durchschieben kann. Machen wir noch einen? Ja, passt. Ich bin sehr dankbar, dass es jetzt auf den Tag genau 2 Wochen, 14 Tage nach meinem Sturz so erstaunlich gut geht. Ich spüre es natürlich schon noch. Aber hält sich alles in Grenzen? Man sieht auch durch dieses Annehmen dieser Herausforderung, wächst er täglich mehr. Und das, was das Entscheidende jetzt ist, der Gregor Schlierenzauer hat die Menschen begeistert mit seinen Siegen als Seriensieger, aber nicht als Mensch. Ich bin bis zu 8 Sekunden in der Luft, kann bis zu fast 250 Meter weit springen. Das ist einfach ein einzigartiges Gefühl und auch der Mythos Fliegen, der Traum, der lebt. Es ist einfach ganz was Einzigartiges, in der Luft zu fliegen, frei zu sein, schwerelos zu sein. Hat ja mehrere Bedeutungen in einem Leben. Und ja, leicht zu sein. Das ist schon was Schönes. Das ist, glaube ich, jetzt mein größter Sieg. Da einfach weitergegangen zu sein mit allen schmerzhaften und sehr lehrreichen Erfahrungen. Weil ich jetzt wirklich wieder spüre, wie die Freude wieder zukommt, wie ein Kind. Wie ich wieder merke, Skispringen ist einfach eine geile Sportart. Ja, und es ist noch nicht vorbei. Wenn ich was mache, dann mache ich es gescheit oder gar nicht. Und das hat mir eigentlich in meinem Leben bis jetzt immer recht gegeben. Da brauchst du natürlich auch immer sehr viel Mut dazu, sich dem zu stellen im Wettkampf. Und zu sagen, will ich das? Kann ich das? Brauche ich das? Und ich brauche es definitiv noch ein paar Jahre. Sonst hätte ich die Ski eh schon ins Eck gestellt. Und das ist auch der Reiz, zurück am Weg zur Spitze. Nochmal zu sagen, ich will nochmal der Beste sein. Ich freue mich jetzt auf alles, was kommt. Und das ist spannend und toll. Mal schauen. Wenn man so zurückschaut auf das Ganze, ja, dann war es das wert, den Weg gegangen zu sein und jetzt weiterzugehen.